In der Stadt Mumbai ist das Offensichtliche auffallend genug. Ein selten beachtetes, sonderbares Paradox. Das Bank Gange hat häufig dieses Schicksal getroffen. Der Legende nach hat der müde und durstige Herrscher Ram an diesem Ort gehalten und einen Pfeil in den Boden geschossen. Der Fluss Gange, Meilen entfernt, strömte unter der Oberfläche hierher, um seinen Durst zu löschen. Noch heute wird dieses natürliche Wasserreservoir durch die verehrt, welche zum Bad in seinen Wässern hier kommen. Ishwara versteht, warum die Gange herkam, um für den Herrscher Ram zu sorgen. Sie tut so etwas täglich in gleicher Weise und sie ist nicht die Einzige. Lernen Sie die Frauen des Annapurna Mahila Mandal, populär bekannt als die singenden Marktfrauen von Mumbai, kennen. Nur einige von ihnen können wirklich singen, aber das hält sie nicht vom Handeln mit Lebensmitteln, der Gewürzeherstellung und vielen anderen rentablen Geschäften ab. In dieser Küche geben sie 5000 Mahlzeiten am Tag aus, die in Form von Lunchboxen, den Dabas, an Menschen in ganz Mumbai verteilt werden. Keine außergewöhnliche Aufgabe, bis sie in Betracht ziehen, dass dieser Betrieb vorwiegend von Frauen ohne Ausbildung geführt wird. Vor 30 Jahren, durch Prema Purav mit 14 verarmten Frauen und einem kurzfristigen Darlehen von der Bank gegründet, schließt diese Organisation jetzt über 200.000 Frauen ein. Ishwari kam ohne Ausbildung und mit drei jungen Töchtern, die sie unterstützen müsste. Sie ist jetzt die stolze Mutter von drei beschäftigten Hochschulabsolventinnen. Aber Ishwari erklärt, dass die große Veränderung in ihrem Leben nicht in Bezug auf ihren Geldbeutel, sondern in ihrem Vertrauen und ihrem Geist vollzogen hat. Und sie versichert, dass viele andere Frauen das in genau der gleichen Weise so sehen. Von den Marktfrauen zu den Lunchbox-Männern. Die Dabawalas oder die Lunchbox-Männer sind in Mumbai eine Institution seit über 100 Jahren. Was sie machen, ist einfach. Sie holen Lunchboxen ab, liefern Lunchboxen aus und bringen Lunchboxen zurück. Sie sind jedoch als eines der besten gehandhabten Netzwerke der Welt bekannt. Wie groß ist ihr Netz? Über 4.500 Dabawalas, die täglich 200.000 Lunchboxen mit einem Umsatz von über 10 Millionen US-Dollar im Jahr liefern. Und das ist nicht der erstaunlichste Teil. Die meisten Dabawalas sind ohne Ausbildung. Dennoch, dank eines einfachen Codierungssystems, geht nur eine von einer Million Anlieferungen an die falsche Person. Diese Männer in ihren weißen Kappen, welche ihr Markenzeichen sind, sind ein allgemeiner Anblick auf den Straßen Mumbais und sie müssen häufig rennen, um fristgerechte Anlieferungen sicherzustellen. Wenn sie fragen, was sie in ihrer Freizeit tun, dann erklären sie ihnen, dass sie MBA-Studenten unterrichten und weltweiten Medieninterviews geben. Wenn sie danach fragen, wie sich ihr Leben verändert haben, erklären sie ihnen, dass die ganzen Dörfer über Generationen hinweg aufgrund ihres Erfolges gewachsen sind und ihr neues Unternehmen, Sie haben es erraten, Lunchbox-Damen. Wenn der Tag zu einem Ende geht, ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Einige Millionen Menschen erhielten heute rechtzeitig ein gutes Mittagessen. Wichtiger ist jedoch, dass irgendwo hinter allem ein paar hunderttausend andere Menschen einen weiteren Schritt in Richtung zu einer besseren Zukunft unternommen haben.
Meer am Rande von Jaipur im wüsten Staat Rajasthan grüßt feierlich jeden Besucher mit seinen imposanten steinernen Wällen. Diese militärische Festung stützte das Königreich der Rajputen lange bevor eine Stadt um sie wuchs. Heute ist am Meer eine Touristenattraktion, aber es ist nicht schwierig, sich das Donnern der Hufschläge einer altentümlichen Armee vorzustellen, die gerade von einer siegreichen Schlacht kommend durch das Tor einreitet. Am anderen Ende der Stadt ist es schwierig, etwas zu hören außer dem Verkehr und einem nahe kommenden Sandsturm. Aber weder der Lärm noch die Aussicht auf einen Sturm stören die Pali Devi. Auf den ersten Blick sieht die Pali, wie sie mit ihrem speziellen Fahrtwagen fährt, wie jeder andere behinderte Mensch in der Stadt aus. Jedoch wenn sie anhält und ihren Fahrtwagen in einen drahtlosen Telefonstand verwandelt, beginnen die Leute Acht von ihr zu nehmen und sogar aufzustehen, um ein oder zwei Telefonanrufe zu machen. Die Pali, welche den Stand besitzen betreibt, begreift, wie unnormal sie einem Zuschauer erscheinen muss. Vor 3 Jahren war die Pali eine verarmte Blumenverkäuferin, die keinen Job erhalten konnte, weil sie nur ein Bein hatte. Nachdem sie gehört hatte, dass eine Kommunikationsfirma, die Shunam Telelinks, mobile öffentliche Telefoneinheiten behinderten Menschen für bloße 5000 Rupien anbot, bewarb sie sich begeistert. Wenn sie die Pali fragen, wie sich ihr Leben verändert hat, erklärt sie ihnen, dass der Luxus, der sie sich jetzt leisten kann, bedeutungslos ist. Die Tatsache, dass sie in der Lage war, sich ihren lebenslangen Traum, die Mutterschaft zu erfüllen, indem sie ein Mädchen annahm und ihr jetzt eine gute Erziehung geben kann, ist bei weitem ihre größte Errungenschaft. Viele Meilen entfernt, auf einem an einem Kamelenrücken befestigten Wagen, mitten in der Wüste, ist man es mit der Planung der Zukunft beschäftigt. Er legt gerade mehr Geld für die Hochzeit seiner Schwester beiseite. Er möchte, dass sie so verschwenderisch wie möglich sein soll. Sein ganzes Leben lang dachte Manish, der sein Bein nicht mehr gebrauchen kann, seit er Kind war, dass er eine Belastung für seine Familie bleiben würde. Das Geld war viele Jahre knapp, bis Manish einen mobilen drahtlosen Telefonstand erhielt. Heute hat er die Gewinne in viele Kleinbetriebe investiert und sogar seine 2 älteren Brüder beschäftigt. Manish ist jetzt ein respektiertes Mitglied in seiner Gemeinschaft. Aber weit davon entfernt, sich auf seinen Lorbeer auszuruhen, möchte Manish jetzt etwas der Gesellschaft zurückgeben. Und hier, mitten in der Wüste, in der Bewohner selten Zugang zu Telefonverbindungen haben, versorgt Manish sie mit einem drahtlosen Telefonservice auf dem einzigen vorhandenen Transportmittel, einem Kamel. Wenn Sie ihn fragen, wie er sich fühlt, wenn er einen Dorfbewohner, der mitten in nirgendwo lebt, lächeln hört, während er über eine Hochzeit am Telefon spricht, wird Manish lächeln. Er weiß, dass er ihre Verbindung zur Außenwelt ist. Dieser junge Mann ohne Bein bringt nicht nur die Technologie zu ihnen, er führt sie auch in die Zukunft.
Kalimpong, ein kleiner Ort in den Bergen von Westbengalen, hat eine der besten Aussichten auf die majestätische Kananjaga-Bergkette. Und in diesen Tagen hören die drei Bergspitzen, die schon tausend von Jahren Teil der Geschichte und der Legenden gewesen sind, häufig aus der Ferne der Ton einer Violine. Vor einigen Jahren wurde bei dem Lernjährigen Beg Bahadur festgestellt, dass es für ihn schwierig war, sich zu konzentrieren. Sein Vater, der als Arbeiter für einige Monate im Jahr tätig war, konnte es sich nicht leisten, seine große Familie zu ernähren. Nicht viel hat sich seitdem zu Hause geändert. Aber Tegi ist nicht mehr hungrig und hat keine Mühe mehr, sich zu konzentrieren. Nicht seit er begann, die Handi Ashram Schule zu besuchen. Tegi ist eines von vielen Kindern, denen es genauso geht. Aber nicht nur, weil die Gandhi-Ashram-Schule jedem seiner Schule drei freie Mahlzeiten am Tag zusammen mit einer guten Ausbildung bietet. Lernen Sie das Jugendorchester der Gandhi-Ashram-Schule kennen. Tegi ist einer seiner Stars. Als die Schule Klassen für klassische westliche Musik einführte, dachte Tegi und die anderen Kinder, dass es Zeitverschwendung wäre. Sie würden lieber etwas Praktisches wie Zimmerei oder Automechaniker bevorzugt haben. Das glauben sie in dieser Weise nicht mehr. Sonnys abschließende Prüfungen werden bald sein und sie sucht nach jeder Hilfe, die sie erhalten kann. Schließlich braucht sie gute Schulnoten, um sich für ein Wirtschaftsstudium an einer guten Hochschule einschreiben zu können. Vor einigen Jahren war Sonny eine Schülerin an der Gandhi Ashram Schule und Teil des Orchesters. Dann kam der Direktor von Dr. Grimes Home, seinem staatlichen Internat, um eines der Konzerte des Orchesters zu hören, nach der er die Symphonien von Komponisten wie Mozart, Beethoven und Strauss spielen gehört hatte, bot er 11 Kindern Stipendien an. Sonny? Sonny weiß, dass ihre Familie stolz auf sie ist. Sie sagen, sie sieht jetzt aus und spricht wie eine Dame. Was Sonny anbetrifft, sobald sie die Gandhi Ashram Schule jeden Tag passiert, hält sie einen Moment inne und sagt ein leises Danke. Tegi hat auch Pläne. Er wollte im letzten Jahr Pilot werden und in diesem Jahr spielt er mit dem Gedanken, Schauspieler zu werden. Möglicherweise wird er beides. Schließlich entdeckt er jetzt die Kraft der Träume. Das alte Orchester an der Gandhi Ashram Schule zählt nun 75. Jedes Jahr werden mehr und mehr Kinder für Stipendien an Internate für höhere Bildung wie Dr. Graham's Home ausgewählt. Jedes Jahr wird mehr und mehr Kindern die Chance für ein besseres Leben gegeben. Und jedes Konzert ist ein weiterer Schritt in eine hellere Zukunft.
Mussoorie, ein kleiner Ort in den Bergen im Vorland des Himalaya, ist ein beliebtes Ziel für Touristen, die herkommen, um der Hitze der Ebenen zu entfliehen. Vor vielen Generationen pflegt man dieses hübsche Dörfchen die Königin der Berge zu nennen. Später stellten einige Menschen fest, dass diese Berge in großer Gefahr waren. Vor 2 Jahrzehnten gab es 26 Kalksteinminenfirmen, die in den Bergen von Mussoorie arbeiteten. Diese Gruppen sprengten den Boden von den Abhängen und förderten den Kalkstein ohne irgendwelche Regelung oder Interesse an ökologischen Schäden. Sie verwandten jeden üppigen grünen Berg in blanken weißen Felsen und zogen dann weiter. Bald verschwanden die grünen Berge von Mussoorie, die Temperatur erhöhte sich um einige Grad und Niederschlag und Schneefall verringerten sich drastisch. Bis dann die Regierung feststellte, das war Krieg. Und wann rufen sie an, wenn es einen Krieg gibt? Die Armee selbstverständlich. Lernen Sie die Männer des 127. Infanterieökologischen Bataillons, die Garhwal Rifles der indischen Landstreitkräfte, populär bekannt als die Echo Task Force. Sie ist die erste in ihrer Art in der Welt. Dieses Bataillon ist im Krieg und sie kämpfen für die Umwelt. 1982 wurde der Echo Task Force die Aufgabe erteilt, die Berge von Mussoorie durch ein massives Aufforschungs- und Bodenerhaltungsprogramm zu begrünen. Das Bataillon bestand aus Ex-Soldaten, die in der Armee wieder eingesetzt wurden, nachdem sie sich in Ruhestand befanden. Nachdem die Schäden durch die Minenfirmen, welche seitdem durch das höchste Gericht verboten waren, ging das Bataillon in ruhiger und disziplinierter Weise an seine Aufgaben. Sie pflanzten Bäume, erzogen die lokale Bevölkerung zu ihrer Erhaltung und versorgten sie sogar mit Nahrungsstoffen und Medikamenten. Über 20 Jahre später sind sie da, aber diese sind nicht dieselben Mussoorie-Berge. Das üppige Grün der Königin der Berge ist zurück. Das Bataillon hat seitdem über 3 Millionen Bäumen in diesem Gebiet gepflanzt, sie gepflegt und behütet, bis sie in der Lage waren, sich selbst zu schützen. Das gesamte Gebiet hat seinen ehemaligen Ruhm systematisch zurückgewonnen. Die Temperatur ist auf ihre Normalwerte zurückgekehrt und in den letzten Wintern gab es nach 2 Jahrzehnten wieder Schnee. Die Echo Task Force ruht sich jedoch nicht auf ihren Lorbeeren aus. Seit der Beendigung ihres ersten Auftrages haben sie noch viel mehr erreicht. Ihr hervorragender Erfolg hat ihnen nicht nur zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, er hat auch viele ähnliche Bataillone in anderen Teilen von Indien angespornt, dasselbe zu tun. Für die Männer geht das Leben weiter wie üblich. Ihr Erfolg wird nicht in Trophäen oder Medaillen gemessen. Es ist das Gefühl, wenn einheimische Leute zu ihnen mit Tränen in den Augen kommen, nachdem sie ihr geliebtes Bergdorf nach so langer Zeit wieder im Schnee gesehen haben. Oder wenn die Schulkinder, nachdem sie geholfen haben, fühlen, dass sie ihrer Nation einen Dienst erwiesen haben. Sie haben nicht nur die Landschaft verändert, sondern auch die Haltung der Menschen. Und indem sie das taten, haben sie sichergestellt, dass das Erbe seiner gesunden, fruchtbaren Umwelt von der Generation, die noch kommen, übernommen werden kann.
Neu-Delhi, die Hauptstadt von Indien, ist viel mehr als nur ein starkes Zentrum. Es ist eine großartige historische Hauptstadt, die vor Leben, Energie und Kultur birgt. Aber New Delhi ist auch eine Stadt auf einer Mission. Für die Bewohner der Hauptstadt, besonders die Schule der Delhi Public School, ist es nur ein anderer Morgen. Ihr Busfahrer, Jagdev Singh, hat viele Jahre für die Schule gearbeitet und er kennt diese Stadt wie seine Westentasche. Jagdev Singh ist einer der vielen Bewohner der Stadt, die erfahren haben und bezeugen können, in welcher Weise Delhi sich verändert hat. Nur vor einigen Jahren war Delhi eine der schmutzigsten Städte in der Welt. Abgesehen von den Abgasen und dem Verkehrslärm auf den Straßen gab es häufig einen weißen Dunst, der den Himmel und häufig viele der atemberaubenden Denkmäler der Stadt verdeckte. Das Leben für die Bewohner Delhis war ein harter Kampf geworden, um ihre geistige und körperliche Gesundheit zu schützen. So war es, das höchste Gericht entschied, diese Angelegenheit in seine Hände zu nehmen. Einige Maßnahmen standen ganz oben auf ihrer Liste. Sie verordneten, dass alle öffentlichen und kommerziellen Fahrzeuge mit CNG betankt werden, jedes Fahrzeug auf der Straße regelmäßig an einer Abgasuntersuchung teilnehmen und jedes Fahrzeug, das nicht die vorgeschriebenen Standards erreicht, von der Straße entfernt werden sollte. Das höchste Gericht bat auch die Regierung, eine Sicherheits- und Umweltbewusstseinskampagne zu beginnen. Sigdev Singh erinnert sich, mit seinen Freunden zu der Zeit zu gemurrt zu haben. Sie müssten in den langen Warteschlangen nach CNG stehen, ihre Busse für langwierige Abgasuntersuchungen zur Verfügung stellen und der Straßenverkehrsordnung gehorchen, die vorher leichter genommen wurde. Nun, da die Verordnungen durchgesetzt sind, besucht Jagdev Singh sogar zusammen mit seinen Kollegen einen Lehrgang für besseres Fahren und Verkehrssicherheit. Herr Bikke Setu Madhavan hat die schwierige Aufgabe, zu versuchen, langjährigen Fahrern im Fahren zu unterrichten. Die Organisation, für die Hubert Ebner arbeitet, hat sich vorgenommen, das Bewusstsein für Verschmutzung, Verkehrssicherheit und die Umwelt unter den Bewohnern von Delhi zu erhöhen. Langsam aber sicher wächst die Klasse von Herrn Setu Madhavan, da immer mehr Menschen die Notwendigkeit sehen, dazu beizutragen, ihre Stadt besser zu machen. Herr Setu Madhavan erinnert sich noch daran, als die Regierung die Maßnahmen des höchsten Gerichts einführte. Er ist glücklich, dass sie trotz der Proteste und der sehr großen Infrastrukturherausforderung in Rekordzeit durchgeführt wurden. Er ist noch glücklicher, wenn er die Resultate ihrer Bemühungen sieht. Luft- und Lärmbelastungsniveaus sind drastisch nach unten gegangen. Die Atmosphäre ist sauberer und sogar das verwelkte Grün, das so oft ein Wahrzeichen der Hauptstadt war, lebte sofort wieder auf. Die Einwohner von Delhi können jetzt eine saubere Umwelt, sichere Straßen und eine gesündere Lebensart genießen. Aber wenn Sie Herr Setu Madhavan fragen, was er gerne in New Delhi mag, erklärt er Ihnen, dass er als Abendwanderer in Delhis populärsten Park dankbar ist, dass wenn er nach oben zum Himmel schaut, er den Himmel wirklich sehen kann. Das ist ein Gefühl, das viele andere Einwohner Delhis mit ihm teilen. Es ist auch ein Indiz für eine sichere, gesündere Zukunft für alle von Ihnen.
Launch is a single event which really marks and people note. It's maybe about 3,000 people will be working for about 3 years. So that all those efforts culminate in the launch event. In fact, I don't think any time one can be calm and cool. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everything went off like clockwork. It was 100% success. At the end of that, such an exhilarating feeling. Everyone joins hand, I think without distinction. I have witnessed all the 39 launches of ISO so far. Even the last launch was equally thrilling and equally challenging for me. Am 8. Mai 2003 startete die indische Raumfahrtorganisation erfolgreich die JSLV. Eine Trägerrakete für geosynchrone Satelliten und setzte einen Satelliten im Orbit aus. Mit diesem Ereignis kam das indische Raumfahrtprogramm voll in Schwung. There are only very few countries in the world who has got the launch capability and the satellite building capability. Of course, you name a few. The US has the leadership, then Russia, the European countries together, then Japanese, and of course China. India is one among these nations of 6 selected nations who have the capability to build the rockets, to launch the spacecraft and have the program. Indien ist nun nicht nur in der Lage, seine eigenen Satelliten in den Raum zu bringen. Es ist außerdem auch ein globaler Dienstleister für den Transport von Satelliten in den Orbit für andere Länder geworden. Zu diesem exklusiven Zweck gründete die ISRO eine Firma, die Antrix Corporation. Antrix hatte eine Mission, Indiens Dienstleistungen im Bereich der Raumfahrt im Rest der Welt zu vermarkten. The marketing strategy of Antrix Corporation is to develop alliances with the global leaders in the space industry. The best way to do that is not to repeat what has been done, but to find synergy with the players in the world. And that is one of the important strategies. The other a strategy is to develop a very wide international cooperation with several countries and to pursue commercial opportunities in those countries. Die Antrix Corporation macht viele Fortschritte. Indien kann seine konkurrenzfähigen Fähigkeiten im Bereich des Ausbringens von Satelliten seinen globalen Kunden zur Verfügung stellen und das zu einem Bruchteil der Kosten. Tatsächlich haben indische Trägerraketen bereits deutsche, belgische und koreanische Satelliten in den Orbit gebracht. Unnötig zu sagen, dass alles ohne Probleme ablief. Indien ist nun zu einem Globalplayer auf dem Raummarktpfad geworden. Aber die Wurzeln dieser Errungenschaft gehen auf eine vertraute Quelle zurück, den indischen Präsidenten Shri Abdul Kalam. He was one of those early team members who have joined ISRO with Dr. Sarabhai in 1963. And he was here for almost 18 years. And in fact, the entire the launch program, he has seeded. The first SLV-3, it was his baby, and we had the opportunity to work with him. That was the sort of a foundation on which the launch program has been built. In Übereinstimmung mit dieser Tradition entwickelt die ISRO bereits aktiv die JSLV Mark III, die nächste Generation von Trägerraketen. Was die Zukunft dann betrifft, wird der Weltraum immer die letzte Grenze bleiben und fortfahren, uns zu blenden und zu verwirren? Selbst wenn Indien und der Rest der Welt neue Wege versuchen, weiter in das Universum vorzudringen.
रब देखो Wenige Leute wissen, dass einer der gefeiersten Märtyrer des indischen Freiheitskampfes im Dorf Katkar Kailan im ländlichen Punjab geboren wurde. Sardar Bahad Singh ist ein großer Revolutionär, der 1931 gehängt wurde. Als populäre Figur Indiens wird Bahad Singh immer noch von den Menschen in Punjab als einem von ihnen gedacht, der sein Leben für das große Gut opferte und als Punjabi insbesondere dessen Opfergeist von Herzen kam. Bhut Singh Dhawan hatte den Traum, für das größere Gut der Menschlichkeit zu arbeiten. Er ließ den Komfort seines Lebens in Kanada hinter sich, kehrte zu seinem Dorf im ländlichen Punjab zurück, in welchem medizinische Versorgung gebraucht wurde, und eröffnete ein kleines Krankenhaus mit 40 Betten für die einheimische Bevölkerung. Das war 1984 und das war nur der Anfang. Balbir Singh erinnert sich, als Bhut Singh Dhawan, den jeder liebevoll Babaji nannte, kam, um mit den Menschen des Gebietes über sein Vorhaben in Bezug auf die medizinische Versorgung zu sprechen. Er half Babaji, die Dorfbewohner zu überzeugen, für das Krankenhaus Land zur Verfügung zu stellen und die Bauern für die Mahlzeiten der Patienten Weizen zu spenden. Langsam sah Balbir Singh das kleine Krankenhaus mit den vereinten Bemühungen der nicht ansässigen Indern und der lokalen Gemeinschaft wachsen. Heute schließt die Vision Babajis, die jetzt Guru Nanak Mission Medical and Education Trust genannt wird, ein Krankenhaus von Weltklasse mit 250 Betten, eine Krankenpflegeschule, eine Grund- und Sekundarschule, ein Sucht- und Rehabilitationszentrum, mobile medizinische Kliniken und viele Wohnungen für Ärzte, Personal und Freiwillige aus der ganzen Welt ein. Menschen, die zur Behandlung herkommen, zahlen nur eine nominelle Gebühr und 20% der Patienten ist die Behandlung absolut frei. Dr. Dillon ist ein frommer Mann und glaubt, dass fromm sein heißt, anderen zu helfen. Und darum ist dieser in den Vereinigten Staaten gut beschäftigte orthopädische Chirurg in das ländliche Punjab gekommen, um 6 Monate pro Jahr in diesem Krankenhaus zu arbeiten und seinen Ausbau zu überwachen. Dr. Dillon und Babaji haben jetzt das allgemeine Ziel, eine medizinische Universität zu errichten, damit die jungen Leute von Punjab Zukunft zu freier höherer Ausbildung und zur Arbeit als medizinische Fachleute für eine bessere Welt haben können. Bajit Kaur weiß, dass ohne Babaji wäre sie nicht in der Lage gewesen, zu einer Krankenpflegehochschule zu gehen und in einem Krankenhaus zu arbeiten. Als Tochter eines örtlichen Bauern erinnert sich Baljit an die Freude ihres Vaters, als sie seine Tochter in der Uniform der Krankenschwester zum ersten Mal sah. Jetzt möchte sie ihre Flügel ausbreiten und für eine Weile in einem anderen Land arbeiten. Es dauerte 2 Jahrzehnte harte Arbeit, Zusammenarbeit und Entschlossenheit, um Baljit diese Chance zu ermöglichen. Sie ist jetzt eine von tausenden von Menschen, die von täglichen Handeln Babajis profitieren. Und möglicherweise bringt sie diese Bewegung in ihrem Leben voran.
Satara, ein kleines Dörfchen im indischen Staat Maharashtra, war einmal die alte Hauptstadt der Maratha-Königreichs. Viele Male haben tausende Männer auf dieser Hochebene zur Schlacht bereit gestanden. Heute steht eine andere Art von Armee auf ihrem Platz. Nur diese Erscheinungen marschieren nicht, sie tanzen mit dem Wind. Tatsächlich ist Satara die Heimat Asiens größter Windfarm. Rajesh Sambarkar ist am Ausstellungsort des Projektes der Verantwortliche der Maharashtra Energy Development Agency, der Organisation, welche die Initiative für die Windfarm begann. Außer der Beaufsichtigung der Funktion der MEDA-Windmühlen kümmert sich Herr Umberkar auch um die Interessen von 129 Privatunternehmen, die hier investiert haben. Schließlich arbeiten sie alle für das gemeinsame Ziel, Windenergie als unabhängige und umweltfreundliche Hauptenergiequelle zu entwickeln. Mit dieser umweltfreundlichen Initiative ist Windenergie schließlich zum ersten Mal in Indien in die vorderste Reihe gelangt und Satara wurde in die Weltklimakarte eingetragen. 100 Menschen arbeiten daran, dass diese Hochebene der 1000 Windmühlen einen kleinen Prozentsatz der Energieversorgung Maharashtras übernimmt. Prakash kennt den Kampf, der nötig ist, wenn eine einst unfruchtbare Hochebene, über die der Wind fegt, in das verwandelt wird, was sie heute ist. Schließlich war er einer der ersten Arbeiter, die im lokalen Bereich beschäftigt wurden. Als die MEDA erstmals hierher kam, gab es keine Straßen oder Telefonleitungen. Der heulende Wind, der schwere Regen und der dichte Nebel machten ihre Arbeit extrem schwierig. Jedoch wurden sie nicht entmutigt. Sie errichteten Straßen in den rauen Gelände und stellten eine Windmühle nach der anderen auf. Prakash ist froh, dass sie dieser Herausforderung gewachsen waren. In der Vergangenheit war dieses Gebiet ein schwieriger Platz gewesen, um hier zu leben. Die Windfarm bedeutet ein Geschenk für die Bewohner der lokalen Dörfer, von denen Hunderte eingesetzt werden, um die Windmühlen zu warten. Prakash hat seine eigene und die anderen umgebenden Dörfer durch dieses Projekt wachsen sehen. Wenn Sie Rajesh Sambarkar nach seinem Leben hier fragen, erklärt er Ihnen, dass er ein Teil einer einzigartigen Gemeinschaft ist, isoliert von der Außenwelt, nur in Gesellschaft mit dem Wind. Er erklärt Ihnen, dass die Windmühlen für ihn und seine Kollegen viel mehr geworden sind als nur Maschinen. Sie sind Freunde geworden. Und obgleich die Umwelt zu schützen ihnen im Augenblick nicht bewusst ist, erklären sie, dass sie sich stolz fühlen, Teil einer solchen vortrefflichen Mission zu sein. Wenn Sie nun Prakash danach fragen, wie sich sein Leben verändert hat, seit die Windmühlen errichtet wurden, erklärt er Ihnen, dass abgesehen von der Tatsache, dass sein Haus und sein Dorf jetzt Elektrizität hat, er es sich leisten kann, seiner Familie ein besseres Leben zu geben. Ein Leben, in dem eine gute Ausbildung, freie Gesundheitsvorsorge und ein Bankkonto für alle als Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Prakash und Hunderte wie er sind sehr dankbar. Und während sie voran in Richtung Zukunft schauen, denken Sie immer daran, Gott regelmäßig auf diese Weise zu danken.
Wenn Sie an die indische Hauptstadt New Delhi denken, denken Sie an Tradition, die Staatsoberhäupter, Herrlichkeit und Geschichte. Denken Sie noch einmal nach. Das ist New Delhi in der realen Bedeutung des Wortes. Es birgt vor Leben mit einer alternativen Kultur im Aufstieg. Lernen Sie Fahinuddin kennen. Jeden Abend, während der Rest der Mannschaft nach Hause geht, werden Fahim und Millionen wie er zu sehr großen Gebäuden gebracht, um ihren Arbeitstag zu beginnen. Schließlich wacht die Mannschaft auf der anderen Seite der Welt gerade erst auf und Delhi, eins der neuen Kids on the BPO-Block, bietet ihnen an, was sie für ihr Outsourcing brauchen. Fahim arbeitet bei EXL, das vielen Fortune 500 Klienten rund um die Welt Callcenter und Remote-Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Fragen Sie ihn, was der beste Teil seines Jobs ist, und er wird Ihnen erklären, dass er abgesehen von der Tatsache, dass er tausende Freunde hat und sein Büro alles von Fitnessraum bis zu Billardzimmer hat, glaubt, dass er ein Teil eines internationalen Gemeinschafts ist. Die Welt und alle seine Grenzen treffen nicht auf Fahim zu, der an seinem Arbeitsplatz sitzt und mit Menschen verbunden ist, die er nie getroffen hat und Plätzen, an denen er nie gewesen war. Die BPO-Industrie in Indien begann erst als ein Experiment. Eine gebildete Bevölkerung kombiniert mit niedrigen Kosten und einer einladenden Ausrüstung bedeutete, dass Indien sich um zahlreiche Verhandlungen mit multinationalen Firmen kümmern konnte. Niemand hatte den großen Erfolg vorausgesehen, dass heute 80% aller Fortune 500 Firmen die Outsourcing als Strategie und Indien als ihre Entwicklungsbasis nutzen. Jayantika glaubt jedoch, dass BPO ein ungenaues Wort ist. Und das ist nicht das Einzige. Als Director of Human Resources bei Alignment Technology bestätigt sie glücklich die Tatsache, dass die BPO-Industrie 10 Millionen jungen Leute Beschäftigung gegeben und die indische Wirtschaft vorangebracht hat. Darum sagt sie, dass es auch wichtig ist zu erkennen, dass BPO so viel mehr ist als einfach nur Outsourcing-Prozesse. Okay, so let's talk about India and the fact that size does matter. Jayantika hat immer schon Besuch aus anderen Ländern mit dem Wissen, dass sehr viele bahnbrechende Arbeiten in der Telekommunikation, der Elektronik, der Biologie, in der chemischen Analyse von indischen BPOs für Kunden rund um den Globus erledigt worden sind, überrascht. Ihre Firma entwickelt alles von einem Chip für Mobiltelefone bis zu fließenden Netzwerklösungen. Der Grund, warum viele multinationale Unternehmen aktiv damit begonnen haben, in Indien Technologien zu entwickeln, anstatt nur Outsourcing-Basen zu betreiben, ist, dass sie das Potenzial des indischen Verstandes erkannt haben. Jayantika ist stolz, ein Teil der Bewegung zu sein, welche die BPO-Industrie in Indien von reinen Zahlenbeispiel zu einem qualitativen Vorteil führt. Aber fragen Sie Jayantika, was sie gerne in ihrem Job mag, und sie erklärt Ihnen, dass es der Respekt ist, den sie von ihren internationalen Kollegen erhält. Sie kann die Weise, wie die Welt auf Indien blickt, verändern. La 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 la
Hoch auf einem Berg erzählt die alte Dame den Dorfkindern eine Geschichte. Sie hören gespannt zu. Schließlich ist Pama Dadi für ihre Geschichten berühmt. Sie beginnt ihnen von Kach, ihrem Land, zu erzählen. Vor vielen Jahrhunderten, in der Zeit des epischen Mahabharat, kam die Prinzessin Draupadi nach Kutch ins Exil. Getrennt von ihrer Familie und belästigt von einem unmoralischen Prinzen, weinte Draupadi Tränen der Sorge und des Zornes. Als Folge trocknete die Erde aus und brach, und Kutch wurde eine unfruchtbare Wüste, die es noch heute ist. Seit damals haben die Frauen von Kutch es nicht viel besser gehabt. Das von Dürre betroffene Land, das mit Armut und fehlender Gleichberechtigung der Geschlechter verbunden wurde, verlangte einen konstanten Kampf, um zu überleben. Dann vor einigen Jahren entschied eine Handvoll Kutch-Frauen, genug ist genug. Benjabin weiß, dass sie nichts Normales in diesem Teil der Welt ist. Die Frauen, die sie für ihre Geschichte der traditionellen Kutch-Handwerker interviewt, behandeln sie mit einer Mischung aus Vertrautheit und Respekt. Zurück im Studio fängt sie an, ihre Geschichte zu redigieren. Rijabin ist eine Reporterin und sie arbeitet für eine einzigartige Radiostation. Radio und Jazz wurde von einer Gruppe entschlossenen Kutsche-Frauen begonnen, um mehr Bewusstsein in ihrem Gemeinschaftsleben zu verbreiten. 1999 fingen sie an, eine Radio-Seifenoper zu produzieren, die einen Kranich zum Helden hatte, der Kunjan genannt wurde. Die Seifenoper, die über das kommunale Radio in der lokalen Sprache gesendet wurde, berührte sofort die Herzen der lokalen Frauen. Aber Kunjal und die anderen Charaktere unterhielten nicht nur ihre Zuhörer. Sie sprachen auch über ernste Vorkommnisse und regten Frauen an, die einschränkende patriarchalische Gesellschaft herauszufordern. Der richtige Name von Pama Dadi ist Ramba, aber wenige Leute kennen ihn. Heute betreibt sie ein Geschäft mit Süßigkeiten von ihrer Hütte aus, aber vor einigen Jahren verkörperte sie die Figur der Pama Dadi in der Kunjal-Radioseife-Oper. Die freimütige, großmütterliche Figur wurde so populär, dass sie anfing, sie auch im realen Leben zu leben. Sie kennt aus erster Hand die Meinungsverschiedenheiten, welche die Radiosoap in den lokalen Gemeinschaften auslöst. Die Frauen begannen, ihre Familien zu planen, ihre Töchter zur Schule zu schicken und gründeten sogar ihre eigenen Kleinunternehmen. Die Seifenoper wurde Modell für tausende Dorffrauen, die sie täglich einschalteten, um zu hören, was Kunjal, Pama Dadi und die anderen tun würden, wenn sie den gleichen Situationen gegenüberstehen. Benjamin und die anderen Reporter von Radio und Jazz, die alle aus den umliegenden Dörfern kommen, produzieren jetzt regelmäßig Programme, von denen jeder zur Verantwortung steht, die sie übernommen haben. Was Pama Dadi betrifft, sie ist meilenweit die beste Geschichtenerzählerin. Die Kunjal-Seifenoper ging ihren Gang, aber sie ist immer noch die gute Pama Dadi, die jeden kennt und lebt. Besonders die Kinder. Mit jeder neuen Geschichte wird ihre Zukunft und die Zukunft ihres Landes beschrieben. Die Zukunft von Indien lässt sich genauso beschreiben. Eine Geschichte, ein Schritt und ein Fortschritt nach dem anderen.